Sorry, Miei. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. So, August steht schon vor der Tür, ne? Wow. Die Sommerferien, Sommerurlaub, ne? Für viele, die auch verreisen, ne? Das ist wirklich ein Monat, der sehr viele Überraschungen haben kann, ne? Für uns. Wir werden uns sozusagen anschauen für alle 12 Sternzeichen, was bringt dir der Monat August, ne? Für alle 12 Sternzeichen. Ich bitte dich, höre dir bitte auch deine anderen Energien an, bevor du valutieren kannst. Das ist nämlich sehr wichtig. Das ist eine kollektive Legung. Das kann auf dich zutreffen, aber es muss nicht. Und wenn ihr mir folgt, wisst ihr ganz genau, dass ich nicht an Zufälle glaube. Auch wenn es nur ein Wort ist, das du umsetzen kannst, könnte es sozusagen dir behilflich sein. Okay, lass uns starten. Bitte geh einmal tief in dir hinein, visualisiere dich selbst, sehr wichtig, atme ein und atme aus. Wow. Okay, dann lass uns starten. Hallo lieber Waage, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns den Monat August anschauen in Sache Liebe, ne? Im Kollektiven, liebe Waage. Ich bitte dich, bevor du valutierst, ne? Hör dir bitte auch die anderen Energien an, ne? Das ist ja klar, dass nicht alles wortwörtlich passen kann. Wir sind hier ganz viele Menschen, ne? Liebe Waage, bedenke es. Es ist wichtig, ne? Dass du dir auch die anderen Energien anhörst. Okay, lass uns die Karten mischen. Dann werden wir eine im Kollektiven picken für den Sternzeichen Waage. Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Also Liebe. Ich weiß gar nicht. Liebe Waage. Liebe steckt überall, ne? Liebe könnte auch, ne, wirklich in einer Pflanze drin stecken, ne? Also Liebe ist überall. Du könntest Liebe spüren gegenüber einer Pflanze, was ich ja vorhin gesagt habe, ne? Du könntest Liebe überall spüren. Liebe liegt in der Luft, ne? Für dich in August. Also das könnte hier gut sein. Du findest wieder diese Liebe zu dir, ne? Das ist ja auch wichtig. Das könnte aber auch gut sein zwischen dir und deinem Partner oder einem Ex. Könnte ja wieder diese Liebe hochkommen, ne? Diese Liebe findet sein eigener Platz, ne? Sein Platz, das richtige Platz, ne? Also du hast hier wirklich eine wunderschöne Karte, ne? Die sagt, es geht hier um Liebe, ne? Wie gesagt, das könnte gut sein. Du bist sehr jung, liebe Waage. Du hast dich verliebt, ne? Wie kann man das sagen? Du willst diese Liebe kennenlernen, ne? Was bedeutet Liebe? Okay, das ist dein Motto für August. Wow, wunderschön, ne? Liebe. Da kann man wirklich nichts vieles so sagen, ne? Die Liebe ist die Liebe. Das ist die Antwort auf alles, ne? Wir suchen alle diese Liebe. Wir suchen alle diese unendliche Liebe. Diese Liebe, die auch, wie kann man das sagen? Diese Liebe, die nicht nur geben, sondern auch wir bekommen etwas, ohne zu fragen. Ne? Das ist diese gewisse Liebe, die ich immer sage. Ne? Wir brauchen nicht unbedingt etwas herzugeben, um etwas zu bekommen. Das nenne ich Liebe. Ne? Liebe ist auch, wie kann man das sagen, Opfer bringen. Opfer bringen. Manchmal müssen wir auch Opfer bringen, wenn wir lieben. Ne? Das ist jetzt nicht im negativen Sinne, ne, liebe Waage, sondern manchmal müssen wir auch etwas opfern müssen. Ne? Ich mache dir mal ein Beispiel. Du hast einen tollen Job, liebe Waage. Einen richtig tollen Job. Ne? Aber für deine Liebe gibst du diesen Job auf. Weil du vielleicht umziehen musst, weil du Richtung seiner Nähe ziehen müsstest, zum Beispiel, ne?
oder weil du auch schwanger geworden bist, ne? Und du kannst diesen Job nicht mehr ausüben. Das ist die Liebe, ne? Diese Liebe hat das dazu geführt, ne? Das ist im Positiven gemeint, ne? Liebe Waage. Okay, machen wir aber weiter. Okay, liebe Waage, jetzt schauen wir uns die weibliche Seite an, ne? Du weißt ganz genau, die weibliche Seite stelle ich hier hin und die männliche Seite hier. Du kannst mit beides in Resonanz gehen, das ist ja auch klar, ne? Du besitzt eine weibliche Seite und eine männliche Seite. Das könnte aber auch gut sein, dass eine von diesen zwei Seiten die gegenüberliegende Person ist, ne? Das ist ja auch klar. Okay, wir fangen aber an mit der weiblichen Energie. Für die liebe Waage im Kollektiven, ne? Das ist ja klar. Im Kollektiven, liebe Waage, im August, in welcher Energie befindet sich die weibliche Energie? Oh, Konditionierung. Konditionierung. Hier befreist du dich von dieser Konditionierung. Du hast hier eine Karte, die mir sagt, ganz stark, ganz, ganz stark, liebe Waage. Du lässt dich nicht mehr konditionieren von anderen Menschen. Das ist so, als ob du diesen Einfluss gehabt hast von anderen, ne? Das könnte hier aber auch gut sein, eine Abhängigkeit, ne? Und du wirst jetzt unabhängig von dieser Situation. Das ist ja immer noch der Teufel, ne? Bei den Osho-Zen-Karten ist es wirklich sehr toll dargestellt, ne? Also energetisch, das ist wirklich eine sehr schöne Karte, weil der Teufel ist für mich alles, was konditionierbar ist, ne? Wir wissen ganz genau, alles, was uns nicht weiterkommen lässt, alles, was uns blockiert, ne? Menschen, Situationen, auch Dinge, die wir machen, ne? Ich mache dir jetzt mal ein Beispiel. Du hast irgendeine Sucht, ne? Und du befreist dich von dieser Sucht. Auch Menschen konditionieren uns ja, ne? Ganz stark. Wir sind auch unabhängig von diesen Menschen, ne? Auch Eifersucht spielt eine große Rolle, ne? Und du befreist dich im August von dieser Konditionierung, ne? Du lässt wirklich diese Ketten fallen, ne? Das ist ja auch richtig so. Du kannst dein Leben so gestalten, wie du das möchtest, ohne irgendwelche Konditionierungen von draußen, ne? Also das ist sehr wichtig. Okay, machen wir weiter mit den Orakelkarten. Ich mache das jetzt ein bisschen anders, liebe Waage. Ich hole mir mehr Informationen. Ich werde jetzt drei Orakelkarten picken und dann die Tarotkarte, ne? So, jetzt mal schauen, was uns die Karten geben für die liebe Waage da draußen. Eine große Arkane auch, ne? Eine Mansion der Seele. Okay, die hat sich schon selbstständig gemacht, sobald sie Seele gehört hat. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Ah, zu viele Karten haben sich da gedreht. Zu viele Karten. Ci sarà un accordo. C'è un'unione tra di voi. Wow. Also kein Wunder, dass wir hier Liebe haben. Hier wird, wie kann man das sagen? Jetzt fällt es mir nicht auf Deutsch ein. Hier wird einen Kompromiss gefunden, ne? Liebe Waage, entweder kommst du hier zu dieser Person, ne, die gegenüber von dir ist, und du findest hier einen Kompromiss. Das ist so, als ob ihr wieder einander findet. Das könnte aber auch gut sein, was mir hier kommuniziert wird, dass um dich Menschen, ne, also ich weiß jetzt nicht, wo du gerade, in welcher Situation du dich gerade befindest, aber das ist so, als ob hier auch einen Kompromiss gefunden wird, ne? Diese Konditionierung könnte ja auch gut sein, falls du jünger bist, ne, falls jemand gegen diese Liebe ist, ne? Das wird mir hier ganz stark kommuniziert von den Geistführern, dass hier auch irgendeinen Kompromiss gefunden wird, ne? Das ist ja immer schön und immer toll. Aha, und du wirst hier, kein Wunder, dass du hier den Teufel hast, ne? Liebe Waage, toi toi, also die Karten sprechen hier wirklich eindeutig. Die sind hier in Resonanz. Hier ist eine karmische Lektion, die du gelernt hast, die du erlernen solltest, ne? Kein Wunder, dass du hier den Teufel hast, was ich ja vorhin gesagt habe, ne? Eine große Arkane, eine große Mansion für dich, für deine Seele in Sache Liebe. Wir wissen ganz genau, das habe ich schon mal erwähnt,
dass wir das nur durch den Partner machen können. Also wir kommen hierher, wir inkarnieren uns und wir können nur in diese 3D diese Mansion bewältigen mit einem anderen Mensch. Wir können niemals das alleine machen. Nur durch andere Menschen. Ne? Liebe ist fundamental. Ne? Das ist wirklich der Schlüssel zu allem. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass es nur etwas Körperliches ist, sondern es hilft unsere Seele auch, ne? Auf unsere Mansion. Wir verstehen uns besser durch andere. Ne? Du siehst dich ja selber nicht. Du siehst dich ja zwar im Spiegel, aber du siehst deinen Charakter nicht. Du siehst nicht die wahre Essenz von dir, ne? Und das kannst du nur in anderen sehen, ne? Und deswegen ist es wichtig hier für dich, dass du hier etwas abschließen tust, ne? Liebe Waage, du schließt hier etwas Karmisches ab, ne? Mit einer Person. Das könnte aber auch gut sein, dass ihr beide hier etwas abschließt, ne? Gegen andere Personen, gegen diese Konditionierung, ne? Menschen, die außerhalb auch eine große Rolle spielen. Ne? Das ist ja auch klar. Das kommt immer darauf an, welche Situation du gerade erlebst. Ne? Was konditioniert gerade euch zwei? Oder seid ihr das selber? Ne? Das könnte auch gut sein, dass ihr zusammen irgendwie euch weh getan habt, ne? Dass ihr euch nur Schmerzen zugefügt habt, ne? Das ist ja auch klar. Und solche Situationen müssen sich dann entfernen. Sie haben nichts mehr zusammen zu tun, ne? In dieser Inkarnation. Das hilft nicht die Erde, das hilft nicht sozusagen diese universale Energie. Das ist nur, damit du hier eine Evolution hast, deiner Seele. Aber du trägst nichts bei, ne, dem Universum. Deswegen ist es ja auch so, dass immer mehr Menschen sich treffen, Seelengefährten, Zwillingsflammen, um hier diese universale Energie beizutragen. Das ist sehr wichtig, weil du kannst mit deiner Liebe etwas beitragen. Das ist sehr wichtig, ne, liebe Waage? Okay, machen wir weiter mit den Tarotkarten. Und zwar möchte ich mir die Situation näher anschauen für August. Wir wissen ganz genau, irgendetwas tut euch wieder zusammen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, liebe Waage, es kommt drauf an, wo du gerade bist, ne, mit dieser Person. Das ist aber so, als ob ihr euch wieder nähert, ne, ob ihr wieder diese Nähe zusammenfindet. Das wird hier einen Kompromiss gefunden, ne, das kommt immer drauf an, falls dieser Kompromiss auch, ne, mit anderen Menschen, ne, zusammenhängen kann. Aber du musst hier wissen, dass du hier eine karmische Lektion erteilt bekommen hast, ne, und du aus dieser Lektion lernen wirst. Du wirst sie überwinden. La superare. Das ist sehr wichtig, lieber Waage. Okay, jetzt schauen wir mal mit den Tarotkarten uns die Situation näher an. Für dich, liebe Waage. Die Liebe ist ja da. Dein Motto für August, Liebe. Liebe, Liebe. Auch die Selbstliebe, ne? Das ist sehr wichtig, liebe Waage. Das dürfen wir nicht vergessen. Unsere Selbstliebe. Schau mal, schau mal. Liebe Waage, was ist das? Also das ist kein Zufall. Danke, Geistführer. Teufel und Teufel. Du hast hier zweimal. Entweder befreist du dich hier von dieser toxischen Person. Entweder befreist du dich allgemein von irgendwelchen Unabhängigkeiten. Ne? Große Arkanen. Das ist hier wirklich eine Mansion der Seele. Die Seele braucht das. Ne? Wenn du irgendwelche Geräusche hörst, das Fenster ist offen. Ne? Und was hast du hier am Ende des Tarotkarten? As der Kelche. Das ist auch spirituell, ne? Das ist auch signifikant für dich. Das ist sehr wichtig, ne? Dieser Eintritt, ne, in diese spirituelle Ebene. Man lernt hier, ne? Man lernt hier auch jemand Neues kennen. Ne, das ist ja auch klar, du hast hier New Beginning in Love, das ist ja klar, ne? Das sagt hier keiner, ne? As der Kelche ist immer sozusagen diese Bedeutung, aber das hat auch noch eine andere Bedeutung, eine tiefe Bedeutung für mich. As der Kelche ist auch diesen Eintritt in diese spirituelle Ebene. Liebe jetzt wollte ich gerade liebe Jungfrau sagen, liebe Waage, es ist wichtig, ne, dass du ganz genau weißt, wo du dich selber befindest, wo diese Situation dich führt, ne?
im Guten und im Schlechten. Du wirst hier auch eine schlechte Situation, eine schlechte, sagen wir mal, deine Schattenseite integrieren. Ne? Das ist ja auch klar, falls du hier Unabhängigkeiten gehabt hast oder diese Person nicht loslassen konntest oder diese Person dich nicht loslassen konnte. Das war sehr Eifersucht in dieser Beziehung. Also das könnte auch gut sein, die Menschen um euch haben euch so viel Schmerzen zugefügt. Ne? Das kommt immer drauf an, ne? Liebe Waage, was du gerade erlebst. Ne? Weil das ist für dich wirklich nicht einfach. Ne? Wir sehen das auch hier mit Page der Schwerter. Das könnte auch gut sein, dass diese Einwirkung eher von draußen gekommen ist. Ne? Dass diese Einwirkung, Auswirkung, das, was die Menschen um dich auch gemacht haben. Ne? Das könnte ja auch gut sein. So, jetzt holen wir uns nochmal eine Karte. Ass der Stäbe. Also ich vermute ganz stark, dass du hier dich irgendwie in August wirklich in jemanden verlieben könntest. Hier ist die Liebe da. Hier ist wirklich dieses gewisse Etwas da. Du lässt dich leiten, ne? Weil die dritte Karte ist immer für mich diese nahe Zukunft, ne? Dieser eindeutige Beschluss, ne? Das könnte gut sein, weil du hast zweimal Ass. Ass der Stäbe und Ass der Kelche. Ass der Stäbe ist diese Leidenschaft, ne? Das ist ja auch diese intime Sphäre, ne? Das könnte ja auch gut sein. Du triffst dich schon mit dieser Person, ne? Und mit dieser Person merkst du, dass es zwischen euch zwei mehr werden kann, ne? Als nur das eine, ne? Euch zwei verbindet viel mehr. Das könnte aber auch gut sein, dass hier sich diese Flamme wieder, wie kann man das sagen, diese Flamme brennt wieder zwischen euch zwei, ne? Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, liebe Waage, weil hier ist auch, wie gesagt, dieses Einfluss, was von draußen kommen könnte. Das könnte aber auch gut sein, dass hier auch dein Ex irgendwie das eingesehen hat, ne? Dass hier sich auch Menschen eingemischt haben und auch sehr viel kaputt gemacht haben, ne? Und ihr euch wieder gefunden habt, ne? Durch alles, was passiert ist, ne? Eindeutig, weil du hast hier zweimal Ass. Einen Neustart für dich. Jetzt schauen wir mal gleich, was uns dieser Page der Schwerter sagen möchte, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob diese Person hier versucht, sich zu melden. Das könnte aber auch der Einfluss sein von draußen, ne? Das ist ja klar. Page der Schwerter ist auch dieses Einfluss, ne? Von draußen. Das kommt immer von draußen auf uns zu, ne? Das ist ja klar. Okay, jetzt mal schauen, was uns dieser Page das Schwert sagen möchte für dich im Kollektiven, liebe Waage, für August. Der hat sich verwandelt in Page der Pentakel. Hier möchte diese Person, du hast aber Angst. Ich weiß nicht, ob das hier deine Angst ist, aber hier hat irgendjemand Angst. Das ist ja auch klar. Ne? Ich weiß ja nicht, was passiert ist. Man möchte hier nicht wieder verletzt werden. Das könnte gut sein, dass hier dieselbe Person irgendwie sich wieder an dich nähen möchte. Also wieder mit dir Kontakt aufbauen möchte oder wieder das gut machen möchte. Aber diesmal mit einer ganz anderen Energie. Diesmal, das ist so, als ob diese Person das eingesehen hat. Ne, das könnte gut sein, liebe Waage, du hast mit jemandem zu tun gehabt, der irgendwie konditioniert worden ist, der auch das nicht einfach gehabt hat. Ne? Also diese Person kommt hier mit guten Nachrichten auf dich zu, mit positiven Nachrichten. Wie gesagt, das ist so, als ob hier eine Lösung gefunden wird. Siehst du das? Ci sarà un accordo. Das könnte auch gut sein, dass diese Situation auch von anderen, ne, beeinflussen werden könnte. Dass hier auch eine Lösung gefunden wird. Ich weiß jetzt nicht, das könnte gut sein, liebe Waage, ihr seid hier jung, ne, und es könnte gut sein, dass ihr hier auch mit den Eltern, ne, dass die Eltern hier auch einen Einfluss haben und es irgendwie hier einen Kompromiss gefunden wird, ne,
zwischen euch allen. Ne? Das kommt immer drauf an, ne? In welcher Situation du gerade bist. Ne? Das könnten hier auch, wie ich ja gesagt habe, auch Kinder sein, ältere Kinder. Ne? Das könnte auch gut sein, liebe Waage, du schaust dir diese Legung an und es geht hier tatsächlich um deine Kinder. Ne? Dass deine Kinder irgendwie hier Einfluss haben auf dein Liebesleben, ne, liebe Waage. Das kommt immer darauf an, wer sich diese Legung anschaut, weil wir haben hier zu viele Pagen. Ne? Das sind jüngeren Energien, ne? Das kommt immer aber drauf an. Und das könnte gut sein, dass diesmal hier eine Lösung gefunden wird. Dass hier diesmal einen Kompromiss gefunden wird. Klar, hier hat jemand Angst. Das ist so, als ob hier dieser Mensch sagt, okay, ich habe schon genug auf den Deckel bekommen. Ich habe schon genug durchgemacht. Wird das wieder so sein wie die Vergangenheit? Wird wieder diese Situation mich einholen? Nein. Nein, liebe Waage. Ich vermute ganz stark, dass diese Situation ein Ende haben wird. Du siehst es hier. Das ist eine karmische Situation. Du hast hier eine Lektion erteilt bekommen, ne? In dieser ganzen Situation. Und du hast daraus gelernt und du wirst diese Situation schaffen. Du wirst das überwinden, ne? Das ist sehr wichtig für dich, ne? Du hast zweimal der Teufel, ne? Das kann überall sein, ne? Also schlechte Einflüsse, das können hier auch Unabhängigkeiten sein, ne? Das könnte hier auch eine große Eifersucht sein, ne? Das kann ja auch gut sein, liebe Waage, nimm das mit der Pinzette. Du hast eine Beziehung, du hast jemand kennengelernt und du hast ältere Kinder. Und diese ältere Kinder sind nicht einverstanden mit das, was du sozusagen eingehst, ne? Mit dieser Beziehung, mit diesem Mann, mit dieser Frau. Ne? Das könnte ja auch gut sein. Jetzt machen wir mal weiter. Ich möchte mir nur ganz kurz hier bei Ast der Stäbe diese Situation anschauen und dann lassen wir es auch so, ne? Die weibliche Energie befreit sich ja eindeutig von diesem Teufel, von dieser Konditionierung. Das ist hier eine toxische auch, ne? Eine toxische Situation. Das war nicht für dich einfach, liebe Waage. Bitte eine Aufklärungskarte für Ast der Stäbe. Weil du lässt dich hier leiten, ne? Von deiner Leidenschaft. Das ist ja auch klar. Ja. Du hast hier jemand kennengelernt oder du wirst hier jemand kennenlernen, weil das ist ja auch die Karte, die mir sagt, ne, die dritte Karte, die ich immer ziehe, ist eher diese nahe Zukunft. Ne? Was wird geschehen in August? Und das ist so, als ob du hier jemanden kennengelernt hast. Ne? Das könnte auch gut sein, du wirst sie auch noch im Juli kennenlernen, ne? Oder du hast sie schon im Juli kennengelernt und du möchtest mit dieser Person aber mehr. Ne? Aber die Konditionierung, was gerade hier diese Blockade ist, das ist so, als ob dich das wirklich deine ganze Kraft kostet. Das ist nicht einfach, ne? Wirklich, ja. Und du hast hier in dieser ganzen Situation sehr gelitten, sehr sogar. Und das tut dir auch immer noch weh. Das ist so, als ob du hier nicht die richtige Lösung findest, ne? Das kommt immer drauf an, ne? Das könnte auch gut sein, dass diese Person wieder zurück zu dir kehren möchte, ne? Das könnte auch gut sein, dass diese Person irgendwie im August zu dir zurückkehren möchte, ne? Dieselbe Person hier. Diejenige, die das auch eingesehen hat, ne? Das könnte ja auch ein Ex sein, eine Ex. Das kommt immer drauf an, wer sich diese Legung anschaut. Aber auf jeden Fall hast du auch gelitten und du leidest immer noch. Aber bitte komm heraus von diesem Opfermodus, bitte. Liebe Waage, du musst verstehen, dass manche Dinge so sein sollten. Ich weiß, das ist so schmerzhaft. Ne? Wenn wir in dieser Situation sind, da denken wir gar nicht daran. Aber diese Situation hat an sich etwas gebracht. Eine Lektion, ne? Die du daraus sozusagen, du hast daraus gelernt von dieser Lektion. Und wie gesagt, das könnte hier gut sein, dass du im August jemanden treffen könntest. Eine Person, in dem du wirklich diese Liebe spürst, ne? Das ist ja noch am Anfangsstadium, das ist ja klar, das ist zwei der Kelche, aber trotz dessen fühlst du dich frei, ne? Du fühlst diese Liebe, ne? Diesen Anfangs, ne? Alles, was am Anfang diese Gefühle sind, und das spürst du.
Okay, machen wir weiter. Mit der männlichen Energie. So, liebe Waage, die männliche Energie. Mal schauen, was uns die männliche Energie sagt, ne? In August. Weil wie gesagt, deine Karten sind ja hier Richtung diese nahe Zukunft, ne? Richtung August gar nicht so schlecht. Ne? Das könnte ja gut sein, du triffst hier jemand Neues oder das ist diese alte Person. Ne? Das könnte aber auch gut sein, dass diese Konditionierung hier von diesen jungen Menschen kommt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, könnten das hier ältere Kinder sein? Könnte es auch gut sein, dass du hier sehr jung bist? Ne? Ihr seid hier beide sehr jung. Ne? Und hier spielen auch die Eltern eine große Rolle. Das kommt immer drauf an, ne? Liebe Waage, wer sich diese Legung anschaut. Okay, jetzt bitte die männliche Energie. Für August. Projektion, siehst du? Projektion. Das ist kein Zufall, ne? Liebe Waage, 7 der Kelche ist ja eigentlich diese Karte, die sagt, das ist nicht alles, was glänzt, ne? Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist eher diese Illusion. Aber bei den Osho Zen ist diese Karte sehr stark. Sie gibt uns sehr viel. Und du siehst ganz genau, dass diese Menschen, ne, sich gegenseitig anschauen. Sie projizieren etwas, ne? Sie sind in gleicher Augenhöhe. Du entdeckst seine Seite und sie entdeckt die Seite von ihm. Ne? Das ist hier eindeutig, ne? Dass die männliche Seite hier irgendetwas eingesehen hat. Ne? Er ist hier sich bewusst geworden auch, ne? Von bestimmten Dingen. Ne? Klar, das ist immer noch diese Illusionkarte. Das kommt aber immer drauf an, ne? Was für eine Illusion er eingeht, ne? Jetzt schauen wir mal. Also auf jeden Fall hat er hier eine positive Energie, ne? Am Ende des Osho Zen Karte ist Abenteuer. Diese Abenteuer, das ist ja Münzen, ne? Ich glaube, das ist Page der Münze, das sollte die gleiche Energie sein. Und hier geht dieser Page der Münze, ne? Auf etwas Neues zu, ne? Was ich ja vorhin gesagt habe. Also ich vermute ganz stark, dass es hier auch die gleiche Energie sein könnte. Ne? Entweder ist es deine männliche Energie oder das ist sozusagen dieser Mann, ne? Oder diese Frau, das kommt immer drauf an, der gegenüber von dir ist. Ne? Weil, wie gesagt, hier hast du auch Page der Pentakel. Und hier auch. Ne? Okay, machen wir aber weiter. Und zwar, wir nehmen jetzt uns die Orakelkarten, aber ich trinke, bevor ich weitermache, weil sonst wirklich schaffe ich das nicht. Ich muss ja auch tanken. Du kannst es aber auch vorspulen. Liebe Waage, das ist ja klar, keiner sagt, dass du sozusagen warten sollst. Ne? Du kannst vorspulen. So, jetzt schauen wir uns mal deine Energie, ne? Die männliche Energie für August uns an. Ne? Ich habe ja gesagt, es sieht schon mal sehr gut aus für die männliche Energie. Schau mal, Projektion. Qualcuno sta facendo Projektion. Also Projektion. Was hast du hier? Also das versteht man ja, ne? Auch wenn ihr das nicht lesen könnt, ne? Ihr seid jetzt sozusagen nicht, ihr könnt nicht auf meine Muttersprache lesen, aber trotzdem kann man diesen Wort verstehen und das ist kein Zufall. Ne? Jemand, wie kann man das sagen? Jemand zeigt auf dich und sagt dir, ich projiziere das, was du eigentlich bist, ne? Also das widerspiegelt sich. Das ist hier eine Widerspiegelung, ne? Okay, machen wir weiter. Wow, das ist ja der Wahnsinn, ne? Aha. Ich weiß es nicht. Wow, wow. Da wird sich jemand entschuldigen. Ich weiß nicht. Liebe Waage, könnte es gut sein, dass hier auch die Familie eine große Rolle spielt? Weil hier ist ein Gioco di Potere. Das ist Potere. Oh Mann, wie sagt man das auf Deutsch? Oh.
Liebe Waage, mir fällt's nicht ein. Macht, Machtspiel. Ah, danke, liebe Geistführer, dass ihr mir geholfen habt, weil sonst wäre ich nicht rausgekommen von dieser Situation. Wie soll ich das denn übersetzen? Aber auf jeden Fall hätte ich mir was einfallen lassen. Das ist so, als ob hier ein Spiel ist. Wer ist stärker? Du siehst es ja hier. Entweder seid ihr das selber, ne? Ihr habt euch gegenseitig Schmerzen gemacht, ihr habt euch gegenseitig fertig gemacht. Aber das ist so, als ob hier jemand sich entschuldigen möchte. Jemand möchte hier Frieden haben, ne? Das könnte auch gut sein, dass es wirklich deine Kinder sind. Dass es hier Kinder im Spiel sind. Ältere Kinder, die diese Situation nicht wollen. Das könnte aber auch gut sein, dass hier die Eltern, ne, auch einen Einfluss haben, ne? Beide Elternteile, ne? Deine Eltern, die Eltern von ihm, von ihr, das kommt immer drauf an, ne? Aber hier entschuldigt sich jemand, ne? Also ich sage mal so, liebe Waage, wahre Liebe kennt keine Grenzen. Wahre Liebe kennt das alles nicht. Die wahre Liebe wird herrschen. Die wahre Liebe wird gewinnen, ne? Diese Machtsituation, das hat gar keinen Sinn. Ne? Ob das jetzt zwischen euch zwei ist, ob das jetzt deine älteren Kindern sein können. Ne? Wie gesagt, das könnten wie, ja, Sohn, Tochter sein, die irgendwie nicht einverstanden sind, liebe Waage. Ne? Du hast hier eine Beziehung oder du hast hier, du wirst jemand kennenlernen und das ist so, als ob hier einfach diese Konditionierung da ist, ne? Was ich ja vorhin gesagt habe. Das könnten ja aber auch die Eltern sein. Ne? Das kommt immer drauf an. Hier ist diese Projektion sehr stark. Ne? Das ist auch das, was ich gesagt habe, ne? Diese karmische Lektion. Wir müssen hier etwas lernen. Was projizierst du nach außen? Das bist du. Du bekommst das zurück, ne? Und das könnte auch gut sein, dass hier irgendjemand den Finger rausstreckt und sagt, du bist nur schuldig. Du bist schuld an alles. Nee, das ist nicht so. Und das können wir nicht sagen, ne? Wir sind immer zu 50% schuldig, ne? 50%. Also wir teilen uns das hundertprozentig aus, ne? Oder wir teilen das uns und du hast genauso die Schuld, ne? Es gibt hier nicht einer, der mehr Schuld hat oder weniger. Wir sind beide Bewusste. Wir sind beide erwachsene Menschen, ne? Wie gesagt, das kommt immer darauf an, wer sich diese Legung anschaut. Ob das hier jüngere Menschen sind, das könnte ja auch gut sein, ne? Von den Karten her. Aber wir werden jetzt mal sehen mit den Tarotkarten. Hier ist es auf jeden Fall eine Situation, in dem sich jemand entschuldigen könnte. Machen wir mal so, ne, liebe Waage. Du hast einen Ex, der dir wehgetan hat, der dir Schmerzen zugefügt hat. Ob das jetzt weiblich, männlich ist, das ist jetzt egal, ne? Und diese Person hat eingesehen, was war, was gemacht wurde. Und diese Person entschuldigt sich auch. Und das reicht ja auch, das ist ja auch schön. Das nennt man ja auch Liebe, ne? Zu dem anderen. Das ist ja auch eine schöne Geste. Das hat ja auch mit Liebe zu tun, ne? Weil diese Geste, die wird erkannt, ne? Die wird erkannt. Das ist schon mal sehr wichtig, ne? Okay, jetzt schauen wir mal mit den Tarotkarten. Die männliche Energie für August. Liebe Waage, für August, was möchte uns hier die Energie mitteilen für August mit den Tarotkarten, ne, in die materielle Ebene? Wir wollen hier Informationen haben für die liebe Waage im August. Ho, falsche Personen. Wow, das ist ja eindeutig, ja. Wie kann man aus dieser Situation rauskommen? Ah, die männliche Energie, das ist hier so, als ob die männliche Energie hier eingefangen ist. Die männliche Energie weiß nicht, wie er hier rauskommen soll. Das wird lange dauern. Das wird sehr lange dauern, ne? Das ist so, als ob hier, wir haben hier auch eine große Arkane. Ich nehme jetzt noch mal gleich eine Karte, weil ich lasse das jetzt nicht so. Das ist so, als ob diese männliche. So, kurze Unterbrechung, lieber Waage. Unser Haustelefon hat geklingelt, aber wir machen weiter. Und zwar, wie gesagt, du hast hier von der männlichen Energie eine wirklich sabotierende Energie. Also die männliche Energie hat hier irgendetwas gemacht. Ne? Also entweder
ist diese Person hier fremd gegangen, ne? Das setzt du aber auch um, ob das jetzt deine Energie ist. Diese Person hat gegenüber dir einen großen Fehler gemacht. Und das ist jetzt nicht einfach. Das kann man nicht mehr rückgängig machen, ne? Das ist ja klar. Es kann auch gut sein, dass er dir irgendetwas verheimlicht hat, ne? Ich würde auch sagen, diese Person hat einen sehr starken Unterbewusstsein, ne? Durch diese Mondkarte, ne? Also eine sehr mysteriöse Person, ne? Die auch sehr, wie kann man das sagen, tendiert, die Dinge zu verheimlichen. Das ist so, als ob diese Person wirklich nicht... wie kann man das sagen? Sie ist nicht klar wie das Wasser, sondern sie ist wirklich tiefsinnig, ne? Und das wäre so, als ob diese Person ganz viele Dinge verheimlichen würde. Also ich wundere mich hier nicht, wenn diese Person sich bei dir entschuldigen sollte, ne? Weil er hier etwas gemacht hat, ne? Wie gesagt, das ist die männliche Energie. Das könnte aber auch gut sein, dass es deine Energie ist. Wir schauen uns jetzt mal hier, was diese Person verheimlicht hat. Ne, oder was betrügt ihn so, ne? Weil der Mond ist immer diese Karte, die sagt, wir haben etwas in uns, aber wir holen es nicht raus. Das ist alles mit diesem Unterbewusstsein, ne? Und wir reden hier gerade von Gefühle. Jetzt schauen wir mal, ne? Okay. Bitte eine Aufklärungskarte für den Mond, für den liebe Waage im Kollektiven, bitte. Im Kollektiven für August. Der hat hier etwas dir nicht gesagt. Der hat hier dir etwas nicht gesagt. Und deswegen ist es auch zwischen euch zwei ausgewiesen. Also diese Beziehung wurde hier beendet. Weil er einfach dir nicht die Wahrheit gesagt hat. Das ist so, als ob er hier der Einzige ist, der diese Opfer gebracht hat. Ne? Ich weiß jetzt nicht, im Gewisse ist es so, als ob diese Person trotz dessen, was er falsch gemacht hat, trotz dessen gibt er sich nicht diese Schuld. Ne? Die Schuld schiebe ich lieber auf andere. Ne? Ich möchte sauber herauskommen von dieser Situation. Ne? Also die männliche Energie ist so, als ob hier, ich habe keine Schuld. Ich bin nicht diese Person, die das sozusagen kaputt gemacht hat. Ich bin nicht nur alleine daran schuld. Ne? Du hast auch gewirkt. Du hast auch eine Auswirkung gehabt auf diese ganze Situation. Ich weiß nicht, liebe Waage, die andere Variante ist, was mir gerade von den Geistführern kommuniziert worden ist, ist, dass diese Person auch sehr eifersüchtig war und du deswegen ihn verlassen hast, weil er dich eingesperrt hat. Weil er wirklich sehr, sehr eifersüchtig war. Das spielt ja auch eine große Rolle. Das wäre so, als ob du nicht atmen könntest, ne, mit dieser Person. Ich weiß nicht. Entweder ist es diese Situation oder die andere, ne? Er hat dir etwas versteckt. Schauen wir mal, was uns 7 der Schwerter sagen möchte. 7 der Schwerter. Bitte eine Aufklärungskarte für 7 der Schwerter. Auf jeden Fall kann sich diese Person wieder bei dir blicken lassen. Diese Person könnte wieder auf dich zukommen in August. Ne? Das ist ja klar, sich bei dir entschuldigen wollen für das, was er gemacht hat. Oder er möchte immer noch mit dir zusammen sein. Er braucht Zeit, um dich zu vergessen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber das ist so, als ob er besessen wäre. Jetzt Besessenheit. Auch besessen sein würde von dir. Ich weiß nicht, also da kriege ich auch selber Angst, ne? Was ist es für eine Person? Eine komische Person. Eine seltsame Person, eine seltsame Energie. Jetzt schauen wir mal. 7 der Schwerte, bitte. Eine Aufklärungskarte. Also die weibliche Energie hat hier wirklich sehr schöne Karte. Ja, du nimmst dir jetzt diese Verantwortung, das, was du gemacht hast. Ich weiß nicht, die männliche Energie hat dir irgendetwas gemacht. Und jetzt zahlt er auch diese Konsequenzen. Ich habe das gemacht und ich weiß ganz genau, was ich jetzt zahlen muss. Ne? Das könnte gut sein, liebe Waage. Du bist schon offen, du bist schon bereit, ne, diese alte Geschichte hinter dir zu lassen. Und jetzt plötzlich taucht er wieder auf. Ne? Dieser Ritter der Münzen hier. Ich weiß es nicht. Also das könnte ja auch dieser Ritter der Münzen sein.
Oder es geht darum hier, was ich ja vorhin gesagt habe, ne, mit diesen Kindern. Diese Kinder haben ja auch Einfluss, ne? Und diese Kinder haben ja gemerkt, wie dieser Mann dir wehgetan hat, ne? Und es ist ja dann klar, dass deine Kinder hier irgendwie auch Einfluss haben, ne? Weil sie genau wissen, wie ihr euch gegenseitig Schmerzen zugefügt habt. Ich weiß es nicht, liebe Waage. Die männliche Energie hat hier irgendetwas gemacht. Entweder war er zu besessen von dir oder zu eifersüchtig, eifersüchtig in dieser Beziehung. Also, das ist so, als ob du ein Eigentum von dieser Person warst. Oder die andere Variante ist, diese Person ist hier fremdgegangen. Diese Person hat hier einen großen Fehler gemacht und jetzt nimmt er sich diese Verantwortung. Er muss, er kann nicht anders, ne? Das hat er projiziert. Das war seine Projizierung gegenüber von dir. Und das bekommt er sozusagen wieder zurück. Ne? Er kann jetzt nicht verlangen, dass du ihn, wie sagt man das, diese Entschuldigung einfach so annimmst. Ne? Einfach so, klar, du musst ihm vergeben, liebe Waage. Das ist ja klar, du kannst nicht so weitermachen. Aber es ist wichtig, dass er auch diese Konsequenzen spürt. Es ist wichtig, dass er daraus lernt. Ne? Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob du hier wirklich jemand Neues kennengelernt hast und immer noch dein Ex irgendwie dazwischen ist, zwischen euch zwei. Das kommt immer drauf an, ne? Wer sich diese Legung anschaut. Jetzt schauen wir uns mal, was uns noch diese Ritter der Münzen sagen möchte, ne? Für August im Kollektiven. Wenn man selber irgendetwas tut, ne? Selber sich in diese, wie kann man das sagen, in diese Situation sich steckt, dann muss man ja irgendwie rauskommen, ne? Das ist nicht einfach. Das könnte aber auch gut sein, dass diese Ritter der Münzen hier eine ganz neue Person ist. Eine ganz neue Person. Das könnte aber auch gut sein, dass er selber als eine neue Person dargestellt wird. Er hat total sich verändert. Das gibt's ja auch. Leute, es kann auch gut sein, ne? Also man muss auch sagen, man sollte wirklich auch eine Chance jemandem geben. Das ist ja klar, wenn er das eingesehen hat. Weil ich sehe hier selbstverständlich, dass diese Person auch daran gearbeitet hat oder daran arbeiten wird. Das könnte gut sein, dass es hier dieselbe Person ist, dass er wieder in deinem Leben eintreten wird und jetzt sich bewusst geworden ist und jetzt sich ändern und das sich ändert und das braucht Zeit, ne? Das ist ja klar. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das könnte aber auch gut sein. Diese neue Person, ne, kann dir das geben, was du dir erwartest, liebe Waage. Eine richtige Beziehung, ein richtiges Fundament aufbauen mit dir, aber das braucht auch seine Zeit. Wir haben hier Ritter der Schwerter. Das könnte hier total eine neue Person auch sein, ne? Weil ich weiß nicht, hier sind Streitigkeiten. Hier sind Streitigkeiten. Wie gesagt, das könnte ja auch durch die Familie sein, durch deine Kinder. Hast du ältere Kinder? Irgendwie diese Kinder haben Einfluss, ne? Das könnte auch gut sein, Mann oder Frau. Das kommt immer drauf an, ne? Hier können ältere Personen sein, ne? Die schon ältere Kinder haben und sie auch Einfluss haben und sie genauso mitwirken sind, ne? Das ist ja klar, das wird mir hier ganz stark kommuniziert. Ach, die Karte hat sich gedreht oder hat sich nicht gedreht? Nee. Okay, jetzt möchte ich nur eine letzte Aufklärungskarte haben. Für August, für diesen Hängenden. Was wird jetzt hier endgültig rauskommen, ne? Für August, für die liebe Waage im Kollektiven. Bitte eine Aufklärungskarte für diesen Hängenden. Weil diese Hängende können wir nicht so lassen. Ne? Das ist keine Antwort. Das könnte auch gut sein, du hast dir hier diese Pause genommen von dieser eifersüchtigen Person. Sie ist sehr besessen oder du hast dich entfernt von dieser Person. Du hast hier Schluss gemacht, weil diese Person dich angelogen hat. Ne?
Jetzt mal schauen. Bitte eine Aufklärungskarte für der Hängende im Kollektiven, für den liebe Waage da draußen. Schon wieder hast du Ass der. Ja, du hast hier einen Neustart. Eindeutig, eindeutig. Liebe Waage, das könnte hier dieselbe Person sein. Ne? Das muss jetzt nicht für alle sein, das ist ja klar. Aber das ist eindeutig. Entweder fängst du hier etwas Neues an mit jemand anderes, ne? Oder du begegnest hier sozusagen diese alte Person, die wieder in deinem Leben eintaucht. Die wieder sich blicken lässt, ne? Sich bei dir entschuldigt und sagt auch, dass er sich geändert hat. Ne? Das geht hier auch um eine junge Person. Das ist ja klar. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, das könnten hier jüngere Menschen sein. Das könnten hier aber auch Kinder im Spiel sein. Das ist ja klar, ältere Kinder, die auch Einfluss haben. Diese Person, also sagen wir jetzt mal so, wir drehen jetzt das mal ganz um, ne, liebe Waage. Wir machen das mal ganz anders. Wir sagen mal so, du hast junge Kinder, ne? Ja, 18-Jährige, 19-Jährige, vielleicht 20-Jährige, je nachdem, was für ein Alter sie haben. Und dein Sohn oder deine Tochter ist sehr eifersüchtig auf diese Beziehung, ne? Also, das ist so, als ob diese Beziehung einfach nicht das Richtige wäre, ne, für die Eltern. Dein Kind oder deine Tochter, ne, je nachdem, dein Sohn möchte einfach nicht, ne, dass sich hier jemand an dir nähert. Ne? Aber jetzt ist es so, als ob diese Person wirklich zu diesem Entschluss gekommen ist, ich lasse dir diese Freiheit. Ne? Ich habe meine Meinung geändert. Ne? Ich bin mir jetzt bewusst geworden, dass meine Mutter oder mein Vater auch eine Beziehung braucht. Ne, auch seine Freiheit verdient. Also das könnte ich hier auch sagen, bei dieser Legung, liebe Waage. Aber das Allerwichtigste ist hier auch diese Ass der Kelche, das zweimal rausgekommen ist, ne, von zwei verschiedenen Tarot. Das ist ja klar, einmal war es hier und einmal hier. Das ist auch diese spirituelle Ebene, dieses Erwachen, ne, dieses Eindringen in sich selbst, diese Gefühle herauszuholen, ne, sich selbst zu finden, ist auch sehr wichtig, ne, liebe Waage. Diese Selbstliebe, sich selber zu akzeptieren, das ist auch wirklich ein großes Thema. Ne? Und das könnte auch gut sein, was ich ja vorhin gesagt habe, dass du hier jemand begegnen könntest in August. Eine neue Person, das braucht ja auch seine Zeit. Das ist nicht einfach, was du hier alles erlebt hast. Du hast dich hier entfernt von einer toxischen Situation, Menschen, wie gesagt, dein Ex, ne, das sieht man ja hier. Das war nicht einfach, ne, das könnte ja auch ein Ex gewesen sein. Die männliche Energie ist hier auf jeden Fall kein Heiliger, ne, das können wir nicht sagen, kein Heiliger. Aber er kann sich ja zum Beispiel ändern, ne, das gibt's ja auch. Das könnte auch gut sein, dass diese Person sich geändert hat. Dass diese Person auch diesen Erwachen gehabt hat, ne, weil er hat die gleiche Karte. Dieselbe Karte wie du, ne? Das könnte ja auch gut sein. Liebe Waage, das war deine Legung, ne? Für August. Es muss nicht immer alles wortwörtlich passen, ne? Das ist ja klar, wir sind ganz viele Köpfe da draußen. Aber für August ist dein Schlüsselwort Liebe. Liebe. Liebe zu sich selbst zu finden auch, ne? Das ist ja wichtig. Als allererstes, ne? Du bist ja sozusagen immer der Spiegelbild von dem anderen. Ob du jetzt Mann oder Frau bist, ne? Ob diese Person hier auch einen Fehler gemacht hat. Du weißt ganz genau, ob du dieser Person verzeihen kannst. Das liegt in deiner Hand, in deiner Kraft. Du weißt ganz genau. Du weißt, ob du dieser Person dann auch vertrauen kannst. Weil wie gesagt, das kann hier eine neue Person sein. Das kann aber auch gut sein, dass diese Person sich erneuert hat. Ne? Wirklich in diese materielle Ebene sich ganz verändert hat. Eine ganz neue Person entstanden ist. Er hat diesen Fehler eingesehen. Das war nicht einfach. Er hat mit seinem eigenen Unterbewusstsein zu kämpfen. Ne? Das gibt es ja auch. Das ist ja klar, wir haben ja auch der Mond. Und du hast hier drei große Arkanen. Die männliche Energie ist genau so. Ne? Also hat hier auch eine Mansion. Wie gesagt, das könnte ja auch dieselbe Energie sein. Aktiv und passiv. Ne? Das ist ja klar. Okay, liebe Waage. Das war deine Energie, das war deine Legung, ne, für August.
Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem Kleinen, ne? Du kannst mir gerne schreiben, ne, ob irgendetwas mit dir in Resonanz gegangen ist. Pass auf dich auf, wir sehen uns bald. Tschüss!